So, nach einer kleinen Pilzdepression melde ich mich zurück und beginne mit diesen Dingern hier. Na, hat das schon mal jemand gesehen? Das ist jetzt was für Eingefleischte. Upsala. Ha? Leicht wie ein Fußball. Wow! Und staubt noch ein wenig. Ja, da könnt ihr euch mal Gedanken machen, was das hier ist. Und was das hier ist. Ich probiere vielleicht mal einen aufzupuppeln oder schneide mal in der Mitte durch. Also hier sieht man noch, da ist noch Aktivität drin hier. Ja. Und von der Größe her, also der ist jetzt noch relativ klein, aber es ist schon fast schuhgroß. Wenn wir den mal mitnehmen, ich hier mal nochmal klopfen. Das sind alles leckerste Sporen, die wir hier verbreiten können noch. Deswegen nehme ich den auch ein bisschen mit. Und hau überall mal dagegen. Vielleicht können wir dem Pilz noch einen Gefallen tun. Und ihn hier wachsen lassen. Guck mal, hauen wir hier auch nochmal. Boom, 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 boom. Ja. Okay. Hier haben sie leider alles rausgehauen. Hier ist gerade irgendwie so ein bisschen Kahlschlag angesagt. Und ich weiß, dass dieser Pilz hier seit mehreren Jahren wächst. Und vermutlich war es das jetzt mit ihm. Aber wir können ihn ja noch ein bisschen versporen. In Akku, da sieht man noch so ein bisschen Hüllreste. Ja, Haut. Ja, ihr könnt euch mal Gedanken machen, was das ist. Ich klopfe so lange noch ein bisschen. So. Wenn hier nächstes Jahr nachher Tausende von denen rumstehen, dann hat sich die Arbeit gelohnt hier. Den kann man auch gut mitnehmen, so als Fußball. So, Achtung, erstmal. So, jetzt gegen den Wind ist ein bisschen schwierig, aber kann man so ein bisschen rumkicken und dann kann man so ein bisschen die Sporen überall verbreiten, ne? Also wenn ihr mal so ein Ding finden solltet. Gut, mach jetzt noch ein bisschen, bis zum nächsten Pilz. Jo, ein toter Baum, wie viele hier. Und an seinen Wurzelwerken findet sich das hier. Ich hoffe, man kann es einigermaßen sehen. Mach mal einen so raus hier. Wenn wir den jetzt aufknacken, sehen wir da, dass der so weiß ist innen drin. Sonst sieht er so ein bisschen trüffelartig aus hier mittlerweile. Ist natürlich kein Trüffel. Ja, so ein ganzer Busch kommt da raus. Wo ist er hier? Da habe ich schon abgeknackt. Und wir sind hier im Auenwald, wie man sieht. Überall kommt schon der Bärlauch und der Aronstab. Lang dauert es nicht mehr. Dann gibt es hier auch wieder andere Pilze. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kollegen hier. Tja. Hau deinen raus, ich bin gespannt. Hier kann ich euch noch was Lustiges zeigen. Das hier ist so ein, wie soll ich sagen, so ein Auffangbecken für Hochwassersituationen hier bei uns. Und dieses ganze Gelände hier in die Richtung hier raus ist manchmal komplett überschwemmt. Also da steht dann wirklich das Wasser so hoch drin, dass man da Boot fahren kann hier in dem ganzen Abschnitt. Und das Lustige ist,
es gibt hier so gut wie keine Pilze. Also ich vermute mal, dass es irgendwie mit dieser Überschwemmungssituation zusammenhängen muss, dass da also kaum was irgendwie zu finden ist in keiner einzigen Jahreszeit. Und kommt man so ein bisschen an die Ränder und an die Kanten, findet man sofort irgendwas, aber nicht in diesem Loch hier unten. Wirklich interessant, vielleicht werden einfach die Sporen irgendwie weggeschwemmt oder ich weiß es nicht, oder es ist zu feucht oder so irgendwas, aber es gibt einfach ganz, ganz wenig Pilze hier unten. Um die Jahreszeit wahrscheinlich gar nichts. Mal gucken, vielleicht finden wir was. Also gar keine Pilze stimmt natürlich nicht. Was ich jetzt meinte eher ist sowas wie Pilz mit Stiel und Hut. Und nicht sowas hier. Sowas gibt es natürlich hier auch. Oh, guck mal, da sieht man noch was. Das hatten wir auch schon mal. Das ist auch ein anderer Pilz hier. Meine fleißigen Zuschauer von ganz früher kennen das vielleicht hier. Auch das hier, das ist auch ein Pilz, zumindest ein Teil eines Pilzes. Und das hier ist natürlich auch ein Pilz. Und sowas gibt es hier natürlich, aber wie gesagt, Mykorrhiza-Pilze definitiv no. Und weil es sonst nichts gibt, wenden wir uns halt diesen Gesellen hier zu. Die kennt ihr auch alle, gell? Die sind nur nicht so groß wie der von vorher. Aber sie haben, sie sind, immerhin haben sie ein bisschen, guck mal hier, Stiel und Hut. Ich habe mich getäuscht. Es gibt Pilze hier mit Stiel und Hut. Naja, zumindest so halber. Vielleicht soll ich mal wieder meinen Finger waschen. So ein bisschen viel geraucht. Ja, gut. Haben wir den auch abgefilmt. Könnt ihr euch mal Gedanken darüber machen, was das mal war. Oder was es noch ist. Hier sieht man den nochmal besser. Das hier ist ein Pilz. Den hatten wir gerade schon mal. Der legt sich hier so in diesen Stamm rum. Man könnte meinen, der ist da erst gewachsen, stimmt aber nicht. Der ist nämlich Teil des Problems des Baumes. Der hat ihn nämlich umgebracht. Oder mit umgebracht. Ja. So ist das im Pilzleben. Und Pilze gibt es natürlich genügend hier überall. Klitzekleine, rindenbewohnende Pilze. Aber das hier ist was Spezielles. Den kennt ihr, bin ich mir ganz sicher. Den habe ich gerade abgerissen. Der wuchs hier so, ungefähr hier so, lalala. Hab ich aber abgemacht, weil ich mal drunter gucken wollte. Könnt ihr auch mal drunter gucken. Mal ein bisschen diesen Effekt hier. Ja, und jetzt müsste man halt wissen, was das mal für ein Substrat war, an dem er gewachsen ist hier. Kommt noch ein kleiner, oder? Was ist das? Kann sein. Aber das ist so verwittert. Tja. Da kommt auch noch einer raus, da hinten. Hier. Ja. Gute Frage. Aber kann man eingrenzen, auf jeden Fall. Definitiv. In die Gattung. Ja. Und auch das hier ist ein Pilz, den die meisten von euch kennen werden. Jetzt guckt er blöd wahrscheinlich. Und sagt irgendwie, ja, wie soll man das jetzt erkennen? Da ganz rechts, guck mal. Da sieht man noch was. Und ich weiß, was es ist, weil ich da hier mich schon ein paar Mal vorbeigekommen bin dieses Jahr. Und mir das genauer angeguckt habe. Aber im Moment sieht es einfach nur so aus. Weiß. Und irgendwie komisch. Da. Wo sind sie da? Gibt es noch ein paar Pilze mit Stiel und Hut, wie man sieht. Ja, das ist jetzt die Frage, was ist das? Ist das Sporenpulver? Ich kann mal ganz kurz hier nehmen. Ja, das ist definitiv Sporenpulver. Ja. Es hat sogar 2-3 Mahlzeiten ergeben. Aber im Moment eher nicht.
die Zeit ist vorbei. Dann überlegt man gut. Ich glaube, jetzt wird es einfacher. Wir müssen ein bisschen tiefer graben. Da kommt also noch mal eine Generation. Decken wir wieder zu. Ja. Weil Winter ist, gucken wir uns den Kollegen hier mal an. Machen wir ab. Upsa. Aufpassen ein bisschen. Oh, ja. Unterseite. Aha. Hier dieser kaffeebraune Ton, der so ein bisschen wegwischbar ist. Und dann der Effekt, dass man den hier oben so ein bisschen lackig hinbekommt, sollte einfach sein, ne? Und dann, was auf den steht, der ist schön. Dann schreiben wir jetzt noch den Tabellenplatz vom SC Freiburg auf. Oh, ich weiß gar nicht, 5 glaube ich, oder? So. So. Ja. Kann man lesen. Hängen wir hier wieder hin. Wenn wir das nächste Mal zurückkommen, gucken wir mal, ob der SC vielleicht noch auf dem 4. Platz ist. Oder auf dem 8. Man weiß es nicht. Da komme ich jetzt einfach nicht besser hin. Das ist eine Ferndiagnose, ohne den von unten anzugucken. Aber ich habe einen Verdacht. So eine schneeartige Oberfläche irgendwie. Ja. An totem Holz. Außen nach unten gebogen. Tja, der ein oder andere wird es erahnen, was es sein kann. Ich kann noch eins ranzoomen vielleicht, Moment. Okay. Ja, aber der liegt hinter 12 Bäumen. Da komme ich heute nicht drüber. Ja, denkt nach. Da gibt's noch was. Bitte, bitte, bim, 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 bim. Ich setze sicher auf Holz. Tut's auch. Sehr gut. Irgendwie riecht's komisch. Und wir holen ihn mal raus. Und wir fokussieren. Oder auch nicht. Ne, wir machen ihn ab. Legen ihn auf die Hand. Moment, der Fokus stimmt nicht. Jetzt ist besser. Na, ist einfach, ne? So gummiartige Konsistenz. Wächst auf Holz. Und das im Winter. Und hat einen Stiel. Und hat Poren. Ne? Das sagt echt schon alles. Und er ist braun. Aber nochmal erst, er hat halt irgendwie einen kleinen Schaden abgekriegt. So braun ist er normalerweise nicht. Ja. Ja, genau. Den lassen wir da. Was ist das hier für ein komisches Myzel? Sieht interessant aus. Jetzt wollte ich euch eigentlich ein paar Wintertrompetenschnitzlinge zeigen. Aber irgendein cooler Typ hat sich hier ganz viel Mühe gemacht, mich daran zu hindern. Ich hätte hier so Kackestriche hingezeichnet. Und jetzt komme ich da gar nicht hin. Ja. Kackestriche, da vorne hocken die Krähen. Mal gucken. Vielleicht zieht man doch noch einen. Ich gebe mir alle Mühe zu und mache ich so, wie nennt man dieses Spielchen da, dieses Springspielchen für kleine Kinder. Dann komme ich da auch irgendwie hin. Mal gucken. Gibt es Kaka-Feng Shui? Oder so irgendwas in der Richtung? Die Bauern werden immer abartiger heutzutage. Wahnsinnig. Fast eine optische Täuschung hier. Sehr schön. Ja. So lässt sich's leben. Da haben wir noch so einen Kandidaten. Vertrocknet. Am Stamm. Ich weiß, was es ist, deswegen kann ich euch sagen, es ist ein essbarer Pilz.
da war er auch. Und da kam er. Und so sieht er jetzt aus. Mal gucken, ob ich da einen rausbekomme. Viel sieht man nicht mehr. Nee. Aber der ein oder andere kluge und findige Pilzfreund unter euch wird vielleicht wissen, was das einmal war. Und wenn nicht, dann schaut er einfach in die Videobeschreibung rein. Und dann hat er was gelernt in Bezug auf Pilzforensik. Ja. Der hier. Viel Erfolg.